Es gibt einfach Dinge, die man nicht in der Schule lernt und die man aber eigentlich echt wissen sollte. Wie zum Beispiel, dass Schwangerschaft und Geburt das Gehirn von einem Menschen nachhaltig verändern. Diese Neustrukturierung der Hirnareale, generell die ganzen Vorgänge im Körper, sind ungefähr genauso umfangreich wie die Vorgänge, die ein Mensch während der Pubertät durchmacht. Außerdem werden diese Vorgänge auch von denselben Hormonen ausgelöst wie in der Pubertät, nämlich von Östrogen und Progesteron. Und tatsächlich sind Menschen auch niemals in ihrem Leben sonst einer so hohen Menge an diesen Hormonen ausgesetzt. Das heißt, dass Menschen während Schwangerschaft und Stillzeit zum Beispiel vergesslicher werden, ist nicht irgendwie nur ein lustiger Zufall, sondern liegt eben auch daran, dass sich ihr Gehirn einfach komplett verändert. Ich finde es einfach nur mega crazy. Ich hätte sowas gerne im Biologieunterricht gelernt, aber whatever.